So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Jo, sollen wir jetzt danken? Ich weiß nicht. Ich weiß wenigstens, wir werden laufe des Herumfahrens definitiv gleich mal unsere nächste Mission kriegen. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ich fahre gleich auf. Ich fahre einfach gleich auf. Und erstens, wir machen mal definitiv nicht den Fehler, dass ihr jetzt vergessen geht zu danken. Weil das ist mal ganz, ganz wichtig. Das darf ich überhaupt nicht vergessen. Das hat mir ein bisschen reingeschissen. Das hat mir definitiv ein bisschen reingeschissen, dass ich nicht dank gegangen bin. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Ich sehe nicht so tief, hoffe ich jedenfalls zumindest. Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke dir. Mach's gut, Bushman. Ja, sehr gut. Ich bleibe aber dementsprechend dennoch halt bei der Markierung. Aber dafür tue ich schon einmal die Mission halt einfach markieren. Dafür tue ich einfach schon mal die Mission da markieren. Bin aber interessant, dass er mir diesmal gleich den Weg dorthin zeigt. Weil davor war das gar nicht mal so. Interessant. Boah, der Command kommt. Nein, muss man unbedingt die zwei hier starten zeigen und dann erst das da unten. Weil dementsprechend, wenn ich nur oben hätte müssen. Hätte ich mir definitiv auch schon natürlich ein bisschen ganz, ganz anders getan. Aber da haben wir schon mal. Haben wir sogar schon mal das eine oder andere erste Viech. Beziehungsweise wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich als erstes einmal. Ja, vielleicht, dass ich als erstes einmal vielleicht den Hirsch da hole. Aber. Digi! Servus, grüß, Ballett, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Ah, treff ich da! Weiß nicht, ob es mit drei ausgeht, aber ich hoffe es einmal zumindest. Ich glaube, es geht sich ums Arschlecken, Alter. Das war's für dich! Ja, Klassiker! Ich würde mal sagen, einfach Classic Sommerferien. Ja, da kann man schon mal einfach mal um 15 Uhr aufstehen. Ja, das fühle ich. Das fühle ich extrem. Ich glaube, das wird zum Arschlecken nicht ausgehen. Oh, wirklich toll, Cobb. Du hast ihn also mit deinem Opa fallen gestellt und mit deinem Dad Salzlecksteine ausgelegt. Ja, sehr sportlich. Lass mich erst mal noch ein bisschen halten. Und dann, oh, Alter, so ein fieser, mieser Wichser, Alter. So ein mieser Wichser. Oh, Alter. Wenigstens hat er mich halten lassen. Ja, also man kann es doch positiv reden, sagen wir es mal so. Wir dürfen wenigstens ein bisschen halten. Immerhin. Gut, lass mich da schnell reinfahren. Weil der kommt da nicht rein, oder? Darf der reinkommen? Das würde mich jetzt aber interessieren. Das hätte mich jetzt aber voll interessiert, ob der reinkommen wäre oder nicht. Ja, ist jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt lebensnotwendig, dieses Wissen zu erfahren, aber dementsprechend hätte ich trotzdem gesagt gehabt, Heilung, Digi, Heilung, sonst kassiert er gleich wieder. Sind die alle beim Zaun, oder was? Der Haverer. Da ist der Haverer, kommt er nicht durch, oder was? Ja, so ein Volltrottel. Ja, na gut, dann würde ich halt zu dem Platz Leute mal hinfahren. Gebitte, in der Hoffnung. Dass wir nicht dieses Mal genauso verkacken wie beim letzten Mal. Ja, das war schon mies. Das war richtig mies. Aber ich würde dennoch da so ein bisschen da auch noch so ein bisschen herumfahren. In der Hoffnung, dass wir nicht doch vielleicht den ein oder anderen Wolf oder Hirsch oder was auch immer daherkriegen. Würde ich schon mal feiern. Würde ich schon mal extrem feiern, aber was soll's. Vielleicht haben wir Glück, ich glaube jetzt weniger, dass wir so viel Glück haben werden, aber hey, man kann sich ja nie genug freuen. Vielleicht hat man ja irgendwann einmal ein Glück im Leben. Nein, nicht. Naja, okay, ich hab kein Glück im Leben, bis deppert. Schade. Wow! Okay, da muss ich sagen, Respekt. Hat mich sehr gut erwischt. Hat mich sehr, sehr gut erwischt. Bis deppert immer da kommt, ich fahre jetzt einfach vorbei und tschüss. Alter, ich wäre einfach vorbeigefahren und leck mir was. Ah, sehr gut. Also so quasi das Batgirl-DLC oder diese Episoden-DLCs.
glaube eher die Episoden-DLCs, wirst du wahrscheinlich meinen. Weil es gibt natürlich auch ein großes DLC, gibt es auch noch. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, das DLC. Also das Batgirl-DLC taugt mir irgendwie. Könnt jetzt ein bisschen, ich wollte es gerade sagen, geht ein bisschen lang dauern, aber ja, wir haben es geschafft. Ui. Ich habe nur die Angst, dass vielleicht das... Ja, okay, Motorrad raucht nicht. Passt sehr gut. Ah, die kurzen. Also die Episoden. Passt. Passt. Weiß schon Bescheid. Weiß sofort Bescheid. Mit welchem Charakter spielst du jetzt? Mit Nightwing. Ah. Ich finde aber mit Nightwing, da kann man schon relativ gut kämpfen, muss ich sagen. Also Nightwing finde ich gar nicht mehr so schlecht. Langsam, Havara, langsam. Langsam, ganz langsam. Nicht, dass er gleich wieder irgendwo runterzahlt oder sonst was. Jetzt müssen wir dann eh schon langsam aufpassen wegen dem einen oder anderen Hirsch. Ja, da haben wir schon mal einen fetten Haufen, einen sehr, sehr schönen fetten Haufen. Bist du deppert? Vor einmal. Ah, bist du deppert? Ja, ich glaube, ich bin am Arsch. Oh ja, und wie ich am Arsch bin, und wie, ja, sehr gut. Kann ich nicht einfach so ein bisschen der Ziegenhirt und der ist gone werden? Mach ganz schnell. Ganz schnell, jetzt komm, Digi! Die Masse kommt! Fahr! Ja, dann kommen sie alle, bist du deppert? Let's go, einfach weg hier! Nein! Was tust du? Steig auf dieses scheiß verfickte Motorrad, Leute! Oh, Gott sei Dank waren die so dermaßen auf die Hirsche abgelenkt. Na, bist du deppert. Ah, Catwoman, sehr gut. Cool. Alter! Ich hab so... Normalerweise, also wenn der Hirsch oder die Rehe oder was auch immer nicht gewesen wären, ich glaube, ich wäre gefickt gewesen. Ich wäre volle Wäsche gefickt gewesen. Normalerweise hätten sie mich locker gekriegt. Locker. Ja, jetzt muss ich mir mal dementsprechend heilen, ist eh klar. Aber dennoch, boah, komplett am Arsch gewesen fast. War schon knapp. Ja, da muss man schon sagen, da hat der Stimmbuch schon mal wieder gesagt, kommt so, ja, er geht ins Weibliche wieder rüber. Na, das war schon knapp für mich. Das war Nervenkitzel jetzt wieder pur, super. Super. Nicht schlecht. So, das Gute ist jetzt dort, wo wir hinfahren, können wir wenigstens hier auch ein bisschen tanken und ein bisschen reparieren. Also da ist dann definitiv nicht so tragisch, wenn wir jetzt mal als nächstes hinfahren. Das ist wenigstens gut, weil ein Tank brauchen wir daneben für die nächste Mission, ist eh klar. Geschmoren. Den hätte ich beinahe überfahren, beinahe. Aber man muss schon sagen, also, es tut sich was bei uns bei der Siedlung. Bis deppert, gefühlt kommen da immer mehr. Dass da vielleicht dann irgendwann mal so eine Horde oder sonst was entstehen könnte. Nur so, meiner Meinung nach, weil könnte schon wieder ein bisschen gefährlich werden. Ganz ehrlich, wer geht tanken und bricht ab? Also, ich weiß es nicht. Okay, vielleicht, wenn er angegriffen wird oder sonst was. Kann ich mir das schon relativ gut vorstellen, aber sonst. wenn du nicht einmal angegriffen wirst, für was? Ich will es nur mal unbedingt reparieren. Weil man kann ja nie wissen. Alter, sogar zwei Schrottdinger. Alter, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber na gut. Endlich, verdammt. Ja, nachladen wird definitiv nicht schlecht. Sehr gut. Könnt ihr vielleicht nicht doch noch? Ja, da könnt ihr auch noch ein bisschen was gebrauchen. Ja, das und das nehme ich auch noch sehr gern. Ja, und da brauche ich auch noch wieder zusätzliche Flaschen. Also, ich glaube, wir sind dann definitiv für irgendein Nester oder sonst mal wieder mal sehr gut gewappnet. Ja, definitiv sehr gut gewappnet. Ah, schade, kann ich? Das musste ich jetzt machen. So, Lucille freut natürlich aber sehr, sehr gern. Ist ja natürlich klar.
kann ich wenigstens wieder ein bisschen was mitnehmen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie sehr ihm da oben geht. Nicht, dass der sich gleich zu irgendwas verwandelt hat oder sonst so. Servus, servus. Ein bisschen an Munition. Ja, genau. Munition, immer wichtig. Ganz, ganz wichtig für die AK. Schaut schon mal ganz, ganz schlecht aus. Ja, wie bitte? Nur 16, willst du mich verarschen? Aber nur 16, oder? Hey, komm ich nicht weiß. Mann, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. Ich hab keinen Hunger, aber Hauptsache, ich hab die ganzen Dreckshocken jetzt machen können. Ja, super. Ja, schön. Dass du jetzt keinen Hunger hast, aber Hauptsache, du hast mich angerufen. Ja, das Fleisch geht aus. Ja, super. Also, die ganze Mühe umsonst hätte ich auch gleich kaufen können im Supermarkt. Na sicher. Wahnsinn, oder? Wahnsinn.